willkommen hier zurück auf Maisy.at. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Im letzten Video, was jetzt vom Ausbau war, haben wir ein paar Kleinigkeiten erledigt. Wir haben dann auch schon mal mit dem Rohbau angefangen, beziehungsweise war der erstmal zu sehen nur. In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich diese ganze Konstruktion mit der Küche gebaut habe, wie die Tischplatte entstanden ist, wie ich das mit dem Waschbecken gelöst habe. Es wird dann noch zu sehen sein, wie ich die Sitzbox konstruiert habe. Im Allgemeinen zeige ich euch nachher nochmal zum Abschluss eine kleine Detaillösung, ja, also so ein bisschen, wie ich was konstruiert habe, wie das nachher geworden ist, so ein bisschen auch aus der Nähe dann gefilmt und dann starten wir sofort rein. Tischplatte hat mir noch eine richtig gute Idee gefehlt. Ich glaube, ich habe da was gefunden. Der Rest von dem Ausbau ist ja relativ rustikal und ich habe da bei uns im Holzschuppen was gefunden. Das hole ich jetzt einmal. Ich habe auch schon einen Plan für den Wasserhahn. Da habe ich einfach 3/4 Zoll Rohr und so ein paar Bögen bzw. so ein Messingkopf, die ich dann nachher zusammenschraube. Das Ganze werde ich einmal richtig gut schleifen und dann einmal schwarz lackieren und dann wird das nachher mein Wasserhahn. Kommen wir zu dem Punkt, an dem ich dann die Tischplatte endlich fertigstellen kann, beziehungsweise ich erstmal anfange damit. Die habe ich heute vom Tischler geholt und das gucken wir uns jetzt mal an. Gucken wir uns das mal an, das gute Stück. Das ist die Platte, jetzt 40 stark oder runtergefräst von 60 auf jetzt genau 40. Und die müssen wir aber noch ein bisschen bearbeiten, weil der Hobel hier natürlich ein paar grobe Stellen hinterlassen hat. Aber die werden wir jetzt mit dem Schwingschleifer schön gerade machen. Ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Video auch noch erwähnt habe, aber die Bohle ist jetzt aus zwei Stücken zusammengesetzt worden, weil das sonst mit der Tiefe nicht ganz hinhaut. Also habe ich die ganze Arbeit an den Tischler meines Vertrauens abgegeben. Der hat dann das vernünftig gemacht. Das hier, also hier sieht man tatsächlich auch gar keine Leimkante. Es ist dann auch zusammengeleimt worden, beziehungsweise mit Holzdübeln dann auch verbunden worden. Und das Ganze habe ich dann vor, natürlich einzuschneiden. Das aber erstmal zum späteren Zeitpunkt. Jetzt kümmere ich mich um die Oberfläche. Gucken wir jetzt nochmal kurz an, welche Fläche ich von außen wirklich sehen möchte. So, das wird jetzt auch nicht so einfach. Ich habe nämlich nur einen Versuch und wenn ich das jetzt verkacke, dann ist die Platte nämlich auch hin. Also muss ich hier wirklich ganz genau messen und dann denke ich mal, wird in etwa 1 bis 2 Stunden die Platte auf jeden Fall auch drin sitzen. Ja. Mal gucken, wie es läuft. So, der erste Zwischenschritt ist gemacht. Wir haben jetzt hier das Loch fürs Waschbecken reingeschnitten und auch schon den Wasserhahn zumindest erstmal angesetzt, dass wir wissen, wo der nachher festgeschraubt werden kann. Ich habe ein bisschen noch eine kleine Nachbearbeitung für die Lochkante gemacht, dass der Wasserhahn vernünftig reinpasst, weil die Schweißnähte noch im Weg waren.
Die Schüssel passt auch vernünftig rein. Da muss ich noch ein bisschen was abdichten, damit die Schüssel A ruhig liegt und nicht Klapp abempfahren und auch B eine saubere Kante entsteht, damit natürlich, falls hier mal was runterläuft, dass das nicht irgendwie die Kante zum Brechen bringt oder zum Aufdünsen, also einfach eine Dichtungskante. Und ja, ich würde sagen, das machen wir auch dann am nächsten Tag, weil ihr, wenn ihr das Video jetzt seht, es ist jetzt bereits 8:45 und das heißt für mich jetzt Feierabend und morgen geht's dann weiter. Küchenplatte ist jetzt fertig, die ist jetzt fertig mit Klarlack eingestrichen und fühlt sich auch richtig super an, also das Ergebnis übertrifft eigentlich das, was ich auch erwartet habe. Es ist wirklich gut geworden, die Oberfläche ist jetzt schön glatt, ich habe dafür einfach nur einen Acryl-Klarlack verwendet. Das Waschbecken habe ich jetzt aus einer alten Emaille-Schüssel konstruiert, habe bloß ein Loch unten reingeschnitten, habe die Schüssel nochmal mit Klarlack versiegelt, die hat jetzt auch eine schön glänzende Oberfläche. Den Wasserhahn, den ihr hier seht, der ist aus alten Wasserrohren, aus 3/4 Zoll Wasserrohren zusammengebaut und hier eine Messingspitze, eigentlich um dort einen Gartenschlauch anzuschließen, ja, aber macht ein super Bild. In diesem Wasserhahn, weil er natürlich auch der Zahn der Zeit drin genagt hat, habe ich einen Wasserschlauch gelegt, um dann natürlich sauberes Trinkwasser auch fördern zu können. Den habe ich hier komplett durchgelegt durch den Wasserhahn und der kommt hier ganz knapp raus und habe zwar noch keinen Strom, um das Ganze zu testen, aber ich denke, das wird funktionieren. Die kann jetzt das auch schon in Position. Ja, den zweiten muss ich wahrscheinlich tauschen gegen einen kleineren. Der dritte ist dann bloß zur Reserve. Ob ich den mitnehme oder nicht, ich denke mal nicht. Also viel Wasser braucht man dann doch nicht. Und wenn, dann kann man es auffüllen. Abstand nervigste Objekt in diesem Möbelbau ist diese Sitzbank. Es fing wirklich an damit, dass ich mich weiterhin über das Bauholz beschwert habe. Man hat hier mit extrem vielen Windungen zu arbeiten tatsächlich. Also das Holz an sich ist nicht ganz gerade. Das heißt, man muss das irgendwie unter Spannung so ein bisschen noch zusammenbauen. Rechter Winkel, ja, okay, Pi mal Daumen, aber irgendwie wird es doch nicht immer hundertprozentig das, was man sich da vorstellt. Der Rohbau ist soweit fertig. Ja, hier ist jetzt Klappe. Das Ganze wird noch im Stoff bezogen, dass das nicht ganz so rustikal aussieht. Ja, wie gesagt, die Küche war ja dann schon im Rohbau fertig. Jetzt haben wir natürlich, wie ihr seht, das Ganze schon fertiggestellt. Ein bisschen was gibt es noch anzupassen. Beim Waschbecken zum Beispiel ist der Abfluss noch nicht ganz an der Position, wo ich mir wünsche. Dann haben wir auch die Tischplatte fertiggestellt. Ja, da haben wir das Ganze zusammenleimen lassen von einem Tischler. Hab dann die Oberfläche angeschliffen, die ganzen Kanten hier mit einem Stecheisen sauber gemacht und dann mehrmals mit Klarlack lackiert, sodass wir eine schöne glatte bzw. verschlossene Oberfläche haben, um die dann nachher später auch vernünftig säubern zu können. Als besonderes Special in meiner Küche habe ich hier eine Kühlbox, eine Kühl-Gefrier-Kombi von Dometic, mit der kann ich bis minus 20 Grad
runterkühlen, was ich wahrscheinlich sehr, sehr selten tue, aber was auf jeden Fall mir den Vorteil verschafft, dass wenn man damit unterwegs ist, ich habe auch keine Klimaanlage, dass ich hier meine Speisen und Getränke so gekühlt kriege, dass sie so schnell nicht verderben, beziehungsweise dass man abends auch mal ein kühles Bier zwischen kann. Das ist dann die Grauwasserabteilung, beziehungsweise dann hier hinter nochmal die Frischwasserabteilung. Das Ganze funktioniert über eine 12 Volt Kanisterpumpe, Tauchpumpe nenne ich es mal. Die ist relativ klein. Ich mal gucken, ob die auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Das Ganze wird dann durch einen Schlauch geleitet. Liegt hier schon. Ja, dieser Schlauch, der ist dann nachher auch im Kanister, hier im Frischwasserkanister. Geht dann hier hoch und kommt dann hier aus dem Wasserhahn raus. So ist der Plan. Was ihr vielleicht schon gesehen habt, sind diese Lautsprecher. Davon haben wir da einen und auch da. Hier kommt noch ein Schaumstoff drauf. Da wird dann noch das Ganze mit einem Stoff vernäht. Genau. Hier habe ich jetzt erstmal drin den Gaskocher und ein bisschen Geschirr. Das ist erstmal dann im Kasten. So, dann ist hier der zweite Lautsprecher. Ja, ein bisschen Musik ist mir wichtig. Und das Ganze wird vielleicht nochmal erweitert durch einen Subwoofer. So einen kleinen Blick mal auf die Zukunft. Soll der Fußboden rein. Es soll dann auch die Elektrik gemacht werden. Hier könnte noch eine Zweitbatterie rein. Und dann alles nach und nach. Aber es wird dann eben nicht mehr so viel passieren tatsächlich. Aber ich werde mir natürlich Gedanken machen, wie ich euch da draußen auch noch unterhalten kann. Was soll ich noch sagen? Wenn es euch gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lasst, beziehungsweise einen Daumen hoch da lasst. Wenn ihr noch kein Abonnent seid und hier ziemlich neu seid, dann würde ich mich über ein Abo von euch freuen. Und 70% meiner aktuellen Zuschauer sind noch keine Abonnenten von mir. Also daran kann man noch ein bisschen arbeiten. Ich freue mich natürlich, dass es euch soweit gefällt. Und bleibt auf jeden Fall dran. Das Projekt hat bis hierher richtig viel Spaß gemacht, sehr viel Zeit gefressen und sehr viel Geld auch. Aber ich denke, es ist ein Hobby und das Hobby muss auch Geld kosten. Deswegen stört mich gar nicht so. Wie gesagt, ich hatte ja richtig viel Spaß daran und bleibt einfach dran. My heart is